mit Kaffee an? Nein, macht man nicht. Man stößt nicht mit Kaffee an, ne? Prost. Prost. Grüßt euch. Ja, ganz spontaner Vlog. Wir haben, wie spät ist das? Ja, wir haben es jetzt 10 Minuten nach 12, Mitternacht wohl bemerkt. Wir haben gesagt, irgendwie, wir hatten heute so einen komplett toten Tag und wir haben gedacht, irgendwie müssen wir was noch machen heute. Wir haben eigentlich den ganzen Tag nur rumgecoucht. Und dann haben wir gesagt, komm, ist egal, wir machen jetzt einfach mal einen ganz spontanen Vlog. Haben, ja, was heißt nichts vorbereitet, kann man auch nicht sagen, aber ja, so ein paar Sachen zusammengestellt, die wir euch auf jeden Fall zeigen, aber das ist, ja... Also alles eher ein bisschen spontan. Genau, alles ein bisschen spontan. Ja, ist, genau, ist der erste zusammen. Mhm. Ist der erste Vlog zusammen. Stimmt, die anderen beiden habe ich alleine gemacht. Ich schleiche mich immer mehr da rein. Ja, wir haben uns gedacht, wir hatten ja in den On The Road Vlog, hatten wir ja euch die Darkstar, oder beziehungsweise wir waren da im Liquid Lager und da hatten wir ja so ein paar Flaschen mitgenommen. Mhm. Und ich denke mal, den einen oder anderen von euch wird es interessieren, was wir da genau mitgenommen haben, weil das haben wir jetzt nicht so ganz genau gezeichnet, beziehungsweise nicht erklärt, wonach es schmeckt. Ja, meinst du, sollen wir einfach direkt mal starten? Also wir haben uns fünf Sorten mitgenommen. Aber die stehen ja schon am Tisch bereit. Ich würde sagen, wir starten. Kann sie? Ja. Ja, ne? Das ist auch die größte Pulle. Also wie gesagt, die gibt es da ja auch in 500 Milliliter. Zack, ja, perfekt. Also das kann sie. Das ist 500 Milliliter. Also... eine kleine Vorratsflasche so für eine Woche und ja, hatten sie nicht in 250 Milliliter und deswegen haben wir gedacht, egal, das ist so lecker, das Zeug, das nehmen wir direkt mal in der ganz großen Pulle mit. So, ihr kennt, oder ich denke mal die meisten werden es kennen, von 12 Monkeys, das kann sie. Das ist ja jetzt der Nachbau davon, also das ist auf jeden Fall Erdbeer, Wassermelone, Kiwi, Marshmallow und Tasting, achso, ja, okay. Tasting der Extraklasse. Gut. Also da wir jetzt die 500 Milliliter Pulle haben, genau, dann habt ihr hier, das ist ja ein Shake and Vape, habt ihr ja schon in meinem anderen Video gesehen, da ist dann 100 Milliliter Aroma, ne? Ja. Ja, fast 100. Knapp 100 Milliliter Aroma ist da drin und dann kippt ihr da einfach halt eben nur eure Base drauf. Und dann dementsprechend natürlich, ob ihr die jetzt schon vorher angemischt habt mit Nikotin oder ihr kippt dann halt eben hinterher die Shots rein. So. Nicht ran voll machen, wenn ihr die auffüllt, genau. Sondern so fingerbreit ungefähr Luft lassen. Dann seid ihr halt mal gut bedient damit. Genau, das reicht völlig aus. Also der Dirk, der Inhaber von Liquid Lager, der hat die fast alle auch fertig angemischt, ne? Ja. Da, also zum Testen halt. Also was wir schon mal vorab sagen können, wir haben die ja jetzt einen Tag nur stehen gehabt. Mhm. Ja, einen knappen Tag. Die schmecken natürlich noch intensiver, wenn ihr die wirklich noch, ja. Ja, ihr solltet die zwischen 2 Tagen und vielleicht 2 Wochen ungefähr stehen lassen. Das kommt drauf an, was für eine Base ihr halt eben dazu kippt, ne? Genau, also man kann es direkt dampfen, es schmeckt auch schon, aber halt eben der Geschmack, der wird natürlich intensiver, desto länger es steht. Und gerade jetzt auch bei der Menge dauert das immer ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, ich kann auch noch mal gucken, was steht hier. Reifezeit keine, jedoch verstärkter Geschmack nach 7 bis 10 Tagen. Genau, aber... Hast schon drin? Nein, ich habe es aber noch nicht drin. Dann auf ihn. Ach, Lisa. Ja, ich kann ja schon mal damit, ist ja egal. Naja, klar. Ja, also ich kenne ja natürlich auch das Original Kansi. Das von 12 Monkeys ist auf jeden Fall sehr gut. Probier.
Ich kannte das von 12 Monkeys nicht. Also ich habe es vorher nicht probiert, weil es ja in der Regel wirklich so ist, dass Daniels und meine Geschmäcker komplett auseinandergehen. Und ich glaube, das war auch so ein Zeitpunkt, wo ich die Nase voll vom Durchprobieren bei dir hatte. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kannte ich es nicht. Das ist echt gut, ne? Und ihr habt ja auch gesehen, also wir wollten ja jetzt auch bei dem On the Road Part auch mal so andere Meinungen haben halt eben. Mhm. Und also da haben es auch noch ein paar andere probiert, was wir jetzt nicht aufgenommen hatten. Und die haben alle gesagt, dass es kommt wirklich, selbst weil es noch nicht komplett durchgereift ist, haben alle gesagt, das kommt fast, ja, fast 1:1 wirklich dran. Also das ist total fruchtig, obwohl ich ja nicht so der Erdbeerfreund bin. Es hat nur so eine ganz, ganz leichte Erdbeere. Also bisher ist es so, da das, wie gesagt, der steht jetzt erst seit einem Tag ungefähr, der intensivste Geschmack, der bei rauskommt, finde ich, ist jetzt gerade wirklich die Wassermelone. Die schmeckt man ganz intensiv. Die ist auch nicht penetrant, sondern die ist schön fruchtig. Mhm. Also, ja, einen kleinen Hauch von Erdbeere schmeckt man mit drin, aber das ist nicht so krass. Und komisch ist eigentlich bei mir, ich mag ja eigentlich weder Erdbeeren noch Wassermelone so wirklich, aber diese ganze Komponente, die finde ich eigentlich echt ziemlich geil. Und wie gesagt, dieser ganz, ganz kleine Hauch an Marshmallow, aber nur so ganz, ganz eben ist das irgendwie, ne? Das macht die ganze Sache echt rund, also ich mag es total gerne. Ich glaube, du hast es da zum allerersten Mal, glaube ich, gedampft, ne? Ja, genau. Was allerdings jetzt geschmacklich nicht bei rauskommt im Moment, das ist die Kiwi. Also ich schmecke sie noch nicht. Nö, nicht. Kann jetzt aber auch sein, dass wenn das ein paar Tage gestanden hat, dass es wirklich ein bisschen kräftiger wird, ne? So, und dann können wir euch eigentlich auch mal direkt mal die Preise auch sagen. Also für die 500 Milliliter Pulle, wie gesagt, das alles ein bisschen spontan, deswegen muss ich jetzt selber erstmal so ein bisschen gucken. Also die gibt es auch in 250 ml, also die kostet dann 12,95 und die ganz große kostet 23,90. Aber das ist natürlich, da hat man erstmal ordentlich was zu dampfen, also bis das weg ist. Ist dann erstmal lange, lange. Ja, also die Preise sind absolut gerechtfertigt für die Flaschen, ne? Das ist, wie gesagt, geschmacklich macht ihr eigentlich wirklich bei keiner einzigen Sorte irgendwas falsch. Also ich muss sagen, wir haben wirklich von den Liquids haben wir 70% der ganzen Sorten tatsächlich geschmeckt. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich für die Menge absolut angemessen. Auf jeden Fall. Ich mach mal kurz das Fenster auf. Red ruhig weiter. So, weil sonst seht ihr uns gleich wirklich nicht mehr. So. Ja, fand ich auch. Also ich habe auch die Sachen ja nicht probiert, die ich halt eben generell nicht so mag. Deswegen macht es dann auch keinen Sinn. Ja, dass ich die halt eben probiere, weil wenn ich von vornherein eigentlich mehr oder weniger weiß, dass es wirklich absolut nicht mein Ding ist, dann brauche ich auch nicht testen. Aber wie Jenny schon sagte, also das ist wirklich, also wo du, wenn du meinst, okay, das ist, oder wenn du weißt, es ist dein Geschmack, kann man echt sagen, die schmecken durchgehend echt sau gut. Mhm. Ist so, ist wirklich so. Ja, im Moment gibt es 29 verschiedene Liquids. Ja. Es genau. Kommen ja demnächst noch mal ein paar neue dazu. Ja. Ne? Ja, und wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, probiert euch gerne mal durch. Gerade im Liquid-Lager, die haben echt so gut wie fast alle Sorten dort angemischt stehen. Ja. Ja. Ja, und was wie gesagt, ich mache das halt eben auch ganz gerne, oder wir beziehungsweise, wenn es wirklich Shops gibt, die wirklich gut sind, dann sollte man die einfach wirklich auch erwähnen, weil der Dirk, der Inhaber und sein Mitarbeiter, super nett. Also wirklich, also total zuvorkommend, super freundlich. Ja. Wir waren da 3 Stunden. Ja, ich glaube. 3 Stunden waren wir da, wirklich. haben über alles Mögliche gequatscht und ja, also wirklich, wirklich toll. Ist natürlich, ihr könnt da also hinfahren, ihr könnt da aber natürlich auch online bestellen, aber das verlinken wir euch nochmal. Aber das hatte ich ja, glaube ich, eh schon bei meinem ersten Video gemacht. Aber ist egal, wir verlinken euch die ganzen Sachen alle nochmal extra. Ich glaube, der Vlog, der wird heute echt länger.
Ja, aber also ich finde es halt eben auch wirklich richtig, richtig gut, wenn man Läden hat, wo man sich wirklich aufgehoben fühlt, wenn man fragen kann und Hilfe kriegt, wenn man sich wirklich mal durchprobieren kann. Es gibt ja durchaus einige Läden. Also ich komme ja aus der Nähe von Bielefeld und da gibt es tatsächlich doch den einen oder anderen Laden, da stehst du da drinne und naja, gut, du hast nicht mal die Möglichkeit, da irgendwas zu probieren, ne? Weil kein Liquid offen ist. Ja. Sie packen aber auch keine Liquids aus. Ja, und das finde ich persönlich wirklich ein bisschen schade, weil man kauft dann wirklich immer auf gut Glück. Weiß nicht, schmeckt es mir nicht. Und wenn man überlegt, dass man ja vielleicht auch gerade für Premium Liquids wirklich da um die 20 Euro bald für auf den Tisch legt oder aber auch für kleine Pullen Liquids, die jetzt nun mal auch nicht günstig sind, finde ich persönlich das wirklich schöner, wenn man einen Laden hat, ja, wo man definitiv sich wirklich einfach auch mal durchprobieren kann. Auf jeden Fall, also finde ich auch. Also es gibt, muss ich auch sagen, mehr, ja, was heißt schlechte Geschäfte oder schlechte Offliner, aber es gibt auf jeden Fall da gravierende Unterschiede, ne? Also wir haben, glaube ich, ich sag mal so in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie viele Stores wir insgesamt besucht haben und ja, da gibt's einfach Unterschiede. Also ich möchte da jetzt auch sowieso keine Namen nennen, aber auch jetzt hier nicht unbedingt schlecht reden. Aber es ist halt eben so, ne? Also ich meine, klar, es kann natürlich nicht jeder Laden dieselbe Auswahl haben. Das ist auch völlig logisch, allein von der Größe her. Aber ich sag mal, gerade so im Liquid-Bereich oder so, oder wenn Anfänger reinkommen, so Testgeräte, also das sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach jeder Store haben, auf jeden Fall. Weil auf gut Glück wirklich ein Liquid kaufen oder ja, halt eben was fertig angemischt ist, ja, mach ich auch nicht mehr. So, dann, was möchtest du jetzt testen? Jetzt hätte ich gerne Pink Lemonade? Nein, ich hätte jetzt gerne, das ist wirklich mein Favorit, mein Highlight, ja. Wir haben das empfohlen bekommen von einem Bekannten, von dem Dirk von Vapors for Children. Der sagte, probiert das, müsst ihr unbedingt probieren. Ja, das haben wir getan und wir waren beide hin und weg. Und zwar ist das Game of Scones. So, könnt ihr sehen? Ja, das hat er uns, glaube ich, auf dem Dampferstammtisch in Oberhausen erzählt. Müsst ihr auf jeden Fall probieren. Also, Game of Scones ist Erdbeeraromen, Milchbrötchen und geheimnisvolle Gebäckaromen. Es wird sich verzaubern, kein Colada, keine Frische, also das können wir direkt von vornherein sagen. Kein Liquid von heute hat Frische oder Colada. Und das ist halt eben in der 250 ml Pulle drin. Da habt ihr dann 50 ml Aroma und wie gesagt, das Ganze halt eben auch, ja, ne, also recht voll machen. Ihr könnt es auch mit Messbecher machen, aber wir haben es auch einfach reingekippt, bis es, ne, bis ihr da ein bisschen Luft habt und fertig. So, hier steht auch keine Reifezeit, bis zu 24 Stunden Anwender abhängig. So, dann Game of Scones. Schon alleine riechen tut das richtig lecker. Das ist so geil. Das ist so geil. Aber auch wieder, wie gesagt, ist Erdbeer mit drin, aber genauso wie bei dem, was haben wir noch? Kanzi. Kanzi. Erdbeer, aber auch wieder nur ganz, ganz leicht. Leider schmeckt es nicht so intensiv wie im Laden, aber wir lassen jetzt mal ein paar Tage stehen und dann kommt der Geschmack auch dann so richtig durch. Aber selbst jetzt, es ist voll geil. Es ist einfach voll geil. Ich finde auch, man kann so diese ganze, also diese ganzen Komponenten jetzt auch nicht so genau rausschmecken. Also ich glaube, wenn ich es nicht gelesen hätte mit dem Milchbrötchen, nee, ich würde auf jeden Fall nicht drauf kommen. Nein. Aber es ist auf jeden Fall so ein, ja, teigiger, ja, so kuchig irgendwie. Leicht kuchiger Geschmack. Und
Ja, also ich muss auch sagen, das ist echt wirklich mega lecker. Mega, mega lecker. Es ist cremig. Die Erdbeere, ja, die schmeckt man einen Hauch raus, aber jetzt auch nicht so extrem. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Eigentlich bin ich auch nicht so dieser Erdbeerdampfer. Aber das kann man wirklich sagen. Also es ist nicht so kräftig, dass man jetzt Angst davor haben muss, es würde einem den ganzen Geschmack versauen oder so. Das gar nicht. Ja. Und es ist im Allgemeinen jetzt auch nicht zu schwer. Ist nicht so wie teilweise andere Liquids, die, ich sag mal jetzt einfach mal zum Vergleich, die Dinner Lady. Die waren viel, viel schwerer, viel intensiver. Mhm, auch von den Gebäckaromen her. Das ist mehr so leicht. So leicht, aber auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich gut. Sehr gut, danke. Ja. So. Na, 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 Game of Thrones. Na komisch, wo die den Namen her haben. Kann man gar nicht erahnen. Ja, wo wir jetzt so ein bisschen noch bei Kuchi sind, haben wir einmal das Cerberus, auch in 250 ml. Das hatte ich gestern schon gedampft direkt danach. Da muss ich aber sagen, also ich glaube, das muss wirklich erstmal ein bisschen stehen. Also das fand ich, steht aber auch soweit drin. 3 bis 4 Wochen muss es wirklich durchziehen, sind auch 50 ml Aroma drin und soll ein Vanille Cream Custard, Vanille Sahne Pudding Tastings, so Cheesecake Marshmallow Cream, sowas in der Richtung. Also da werde ich mich jetzt ausklinken, weil das habe ich, ja, ich habe es bei Liquid Lager habe ich es getestet und ausprobiert. Das hat mir allerdings mal so gar nicht zugesagt. Ja, deswegen, das kann Daniel alleine dampfen. Ja, das fand ich auch nur alleine gut. aber ich muss wirklich sagen, also es kommt, der ist sehr flach, ist wirklich sehr flach gerade noch. Und ich glaube, das stelle ich einfach jetzt erstmal wirklich 2-3 Wochen irgendwo in der Ecke und fange es dann nochmal an zu dampfen. Also man schmeckt eine leichte Vanille durch, aber ja, ist ein bisschen flach, ein bisschen flach. Also alle, also dieser Marshmallow-Touch und dieser Cheesecake schmeckt man auch so ganz eben. Aber wie gesagt, kein Vergleich zu den durchgereiften im Liquid-Lager. Also würde ich sagen, dann können wir direkt sofort zum nächsten kommen. Okay. So, dann kommen wir jetzt zu einem, das hatte ich, weil ich mir von vornherein gedacht habe, das wird auf jeden Fall Jenny schmecken. Das ist das Twister Lolli. Jetzt will er. Das soll ein geschmeidiger Eiscreme-Geschmack sein mit Ananas, Erdbeer und Limette. Ja, hier kann man eigentlich schon von vornherein sagen, finde ich, wer das Rocket von Lolli Vapes kennt, das schmeckt genauso. Oder aber wer mit dem Rocket nichts anfangen kann, es gab früher dieses leckere Raketenwassereis, das war so dreifarbig aufgeteilt. So schmeckt das. Richtig geil. Mhm. Es ist auch nicht, ja, auch da ist keine Frische oder Colada drin. Nichtsdestotrotz hat das ja schon einen frischen Geschmack mit drin. Nicht zu sehr, gar nicht. Auch ein schönes Sommerliquid. Ja, ja. Definitiv. Schönes Sommerliquid, ja. Also ich wusste sofort, dass es Jenny schmeckt. Mein Fall ist es auch. Da finde ich die anderen aber besser. Aber bei Jenny wusste ich auf jeden Fall, das wird ihr auf jeden Fall zusagen. Und sie hat es probiert und habe ich nur die Augen gesehen. Und da wusste ich sofort, alles klar, das nehmen wir dann auch mit. Weil auf jeden Fall... Weil du es auf jeden Fall gut findest. Ja. Also hier, ich finde, es kommt
eigentlich kein richtiger Geschmack sehr intensiv raus, bis auf die Limette. Mhm. Die, finde ich, kommt am stärksten raus. Mhm. Und alles andere, das vermischt sich sehr, sehr gut miteinander. Also Erdbeere schmecke ich null? Nein. Gar nicht? Gar keine Erdbeere. Ananas. Ananas eigentlich so gut auch nicht, ne? Also, ist mehr, ja, wie gesagt, so wie so ein Limetten-Eis. Mhm. Aber ja, steht auch hier, wie gesagt, also so zwischen 7 und 10 Tage müsst ihr das auch noch ein bisschen stehen lassen, weil dann kommen so die Komponenten auch einfach ein bisschen besser durch. Aber auf jeden Fall ein schönes Sommerliquid. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Richtig gut. Ja, dann kommen wir jetzt auch zum letzten. Da war ich erst so ein bisschen skeptisch, aber der Dirk meinte, das ist so momentan sein absolutes All-Day. Und da habe ich erst gedacht, okay, ich probiere es einfach mal. Mal schauen. Und zwar ist das Pink Lemonade. Das ist ein Geschmack aus frischer Limonade, gereifte sizilianische Zitronen und geheimnisvolle Aromenmischung von roten Beeren. So viel dazu. Ja. So. Auch hier natürlich wieder keine frische Calcolada drin. Keine Sorge. Ja. Auch 50 ml Aroma drin. Und dann einfach nur auffüllen. Bitteschön. Da steht Reifezeit absolut keine, bis zu 24 Stunden anwenderabhängig. Also diese, gerade so diese vanilligen Sachen, die müssen halt eben meistens immer ein bisschen länger stehen. Oder diese Gebäcksachen, aber ich sag mal so diese frischen Sachen oder diese Früchtearomen. Die sind recht schnell oder sofort halt eben dampfbar. Hoppala. Ja, auf geht's zum Pink Lemonade. Ups. Jetzt habe ich mir gerade ein bisschen Liquid hochgezogen. Lecker. Aber ist auch gut. So, Pink Lemonade. War sofort. Jo. Sofort. Also, man kann sich da echt wirklich dran halten. Es steht da jetzt einen Tag und es schmeckt genauso wie im Laden. Genauso. Also richtig so eine. Also so ein bisschen, so eine Mischung, würde ich jetzt persönlich für mich sagen, so zwischen Zitrone, einer süßen Zitrone, einer Limette. Ja, so ein Mix ist das für mich. Das ist so, ich glaube so, wenn wir dieses Jahr wieder in Kroatien am Strand liegen und dann so schön aufs Meer gucken, das dabei dampfen, ich glaube, das wäre perfekt. Das wäre wirklich perfekt. Auch ein schönes Sommerliquid, aber genauso jetzt auch im Winter sehr gut dampfbar, sehr schön fruchtig und nicht zu krass süß, sondern also Dirk hat recht. Dirk hat recht. Also rausschmecken tut man schon alles. Auch rote Beeren schmeckt man. Findest du? Ja, finde ich. Ich kann nur noch nicht genau identifizieren, welche. Und es erinnert mich auch wieder einmal an irgendein Fruchtbonbon oder so von früher. Ich komme aber nicht drauf. Ich bin seit gestern schon am Überlegen, aber es fällt mir einfach nicht ein. Aber absolut lecker. Und am meisten kommen richtig wirklich geil die Limetten eigentlich wieder raus. Ja. Und auch eine schöne, voll geile Zitrone. Voll geil. Also kann man echt nicht beschreiben. Nee. Müsst ihr probieren. Müsst ihr einfach mal, wenn ihr sowas wirklich mögt, bestellt die. Wenn ihr wirklich meint, okay, das mag ich gerne, bestellt die einfach. Also ich glaube, da macht ihr nichts falsch. Nee. Da macht ihr wirklich nichts falsch. Nee, wirklich nicht. Also
Klar, natürlich haben wir jetzt die auch alle probiert und wir haben jetzt so unsere Favoriten natürlich mitgenommen. Aber die sind durch die Bank wirklich alle richtig, richtig lecker. Richtig lecker. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Ja. Ja. Dann habe ich Ach so, ich habe mir. Ja. Ich habe mir noch eine Wickelmatte geholt. Auch Ach ja, stimmt, die haben wir ja auch mitgenommen, ne? Genau. Auch bei Liquid Lager. Es ist ja so, Daniel und ich, wir pendeln halt immer hin und her, von ihm zu mir und umgekehrt. Ja, und da ist halt immer das Problem, ne? Bei mir ist immer alles schön zugesaut, mein schöner Glastisch. man hat ja jetzt halt eben auch keine Lust, die ganzen Wickelmatten hin und her zu schlüren, ne? Deswegen habe ich mir da gestern dann halt eben auch noch eine Liquidmatte mitgenommen. Ach, eine Wickelmatte, nicht eine Liquidmatte. So, oh Mann, wie weit muss ich die denn halten? So. Ja. Ich fand die wirklich sehr, sehr schön. So, ich glaube, jetzt habe ich hier einen ganzen drauf gehabt. Ja, schon groß. Genau, die liegt preislich, könnt ihr die auch entweder online dort bestellen oder aber direkt mitnehmen. Die liegt preislich bei 20 Euro. Ja, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir noch einen Rabattcode für euch, falls ihr da Interesse dran habt. Dann blenden wir den gleich einfach nochmal mit ein. Mhm. Müssen wir nochmal Rücksprache mit dem Dirk halten, aber guck mal, dass wir den noch irgendwie mit eingeblendet kriegen. Ja, gut, das waren erstmal die Liquids. Ich habe was Schönes zu Weihnachten gekriegt, obwohl Jenny mir eigentlich gar nichts an Dampferkram wieder schenken wollte. aber es ist wirklich, wirklich cool, es ist wirklich schön. Und zwar, das sind einmal Verdampferständer. Aus Holz und Plexiglas. Das wurde natürlich extra für mich noch reingebrannt, genau. Aber wirklich sehr cool. Dann kann man die da auch schön aufstellen. Die hast du bei? Die gibt's bei Amazon. Könnt ihr einfach bei Amazon bestellen. Also fand ich wirklich sehr cool, jetzt auch mal so mit den Verdampfern obendrauf. Also es passen 7 Stück drauf auf dem Teil und ist wirklich schön praktisch. Die gab es auch noch entweder in größer oder in kleiner. ich meine, für 9 Stück gab es die noch und für 5 oder 6. Also wenn ihr an sowas Interesse habt, guckt einfach bei Amazon. Dort gibt es die auf jeden Fall. Ja, und was noch ein Tacken geiler ist und noch ein Tacken edler, habe ich mich auch wirklich sehr darüber gefreut, ist auch eine Maßanfertigung. Das ist so ein etwas dickerer Stand. Ich guck mal eben nicht, dass es noch rausfällt. So. Und zwar wurde das extra gemacht. Ich finde die Maserung voll geil. Das ist wirklich super, super schön. Könnte halt eben, ich habe jetzt hier einfach mal Akkus reingepackt und da steht noch die Earl drin. Also halt eben wirklich für verschiedene Pans, Akkuträger oder wie jetzt hier einfach mit den Batterien. Sehr massiv, aber wirklich sehr schön. Das allerdings wird, glaube ich, nicht mehr produziert. Nee, das gibt's nicht mehr. Was allerdings, was ich auch gefunden habe, da kriegt Daniel auch noch was von. Eine ganz interessante Seite, das ist, einen Moment, da muss ich gerade nochmal gucken. Das ist die Seite dietmarsdampfhalterung.de. Dort könnt ihr euch aus Akazie oder Buche, könnt ihr euch wirklich eure eigenen individuellen Liquidständer machen, Verdampferständer. Es gibt sogar so richtig kleine Köfferchen, die der auch selber herstellt. Mhm. Das macht er wirklich alles in Eigenproduktion. Ihr braucht einfach nur eine Skizze anfertigen oder aber ihr sagt, also er hat so ein paar Bilder online stehen. Ihr könnt auch sagen, ich möchte genau dasselbe Teil haben wie auf deiner Seite. Oder wie gesagt, wenn ihr was ganz Individuelles haben wollt, macht ihm eine Skizze fertig, schickt ihm die zu. Da ist jedoch das Ding, dass er so bis zu 6 Wochen ungefähr Lieferzeit hat. Ne? Ist halt eben, er macht das alleine zu Hause. Ist eine schöne Sache. Ist wirklich eine schöne Sache. Ja, vor allem hochwertig. Hochwertig schön. Ja, habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ja. Ja, dann kommen wir mehr oder weniger eigentlich schon
Zum letzten Punkt, die kannte ich vorher nicht. Und zwar ist das eine Firma, die heißt Protner. Ich zeige euch das jetzt einfach mal hier anhand von dem Ladegerät. Wenn er ist entfokussiert. So. Und zwar, da ist es so, die haben jetzt, ich muss von vornherein direkt sagen, also ich habe kein Messgerät oder sonstiges, ich kann die also nicht einlesen oder auslesen. Die haben eine höhere Kapazität und die haben auch eine höhere Nennlast bzw. Ampere-Last. Also ich habe jetzt die 18650er. Ich guck mal hin, ja, da kann man es besser sehen. Die 18650er drin. Die hatte ich jetzt gestern einfach mal geladen. Die haben 3500 mA und eine 35 Ampere Last. Ja, es ist immer schwierig bei solchen Sachen, also wenn man es wirklich nicht ausmisst, zu sagen, okay, stimmen diese Werte, stimmt die Amperezahl von der Last auch und alles. Also deswegen kann ich da, ja, ich kann sie im Prinzip nur testen, ich kann sie nur dampfen im Akkuträger und beurteilen, wie halt eben so wirklich die Kapazität, ob es länger ist, ja, ob sie wirklich länger halten. Allerdings, ja, kann ich da jetzt auch keine wirkliche Empfehlung aussprechen. Was ich auf jeden Fall bei dem Ladegerät nicht so gut fand, ja, also was ich halt eben beim Ladegerät, also was mich da echt gestört hat, ich zeige euch das auch nochmal eben, ja, habt ihr hier oben zwei so LEDs, die sind rot im Ladevorgang und wenn die voll sind, dann leuchten die grün. Es war allerdings nur so ein, ja, so ein Micro-USB zu USB-Kabel dabei und ich finde da eigentlich ein Netzstecker ist da viel, viel besser, weil die haben gestern auch unwahrscheinlich lange gebraucht zum Laden. Mhm. Ich habe die jetzt einfach an meinem Adapter dran gemacht, hier vom Handy, aber es hat irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber es war wirklich lange und wo ich den Stecker rausgezogen habe, haben die auch weiter geleuchtet, die grünen LEDs, wo ich gedacht habe, so, okay, eigentlich, wenn keine Stromversorgung mehr da ist, dann sollten die natürlich auch rausgehen, und wo ich ja beide Akkus rausgemacht habe, dann gingen sie dann auch aus. Ja, also Ladegerät persönlich finde ich jetzt nicht so der Brüller. Finde ich jetzt nicht so gut. Also da finde ich die von Efes 10-mal besser, weil da hat man eben auch wirklich so die Akkustand. Dann zeige ich euch ganz genau an, okay, wie viel Volt haben die gerade, ja, oder wenn die wirklich kurz vom Fertigladen sind, zeige ich euch das auch an. Und ja, finde ich schon besser. Finde ich schon besser. Von den Akkus, also ich habe jetzt zwei 18650er mir einfach mal geordert, dann noch ein 21700er mit 40 Ampere und 3750 und nochmal einen 26650er mit 40 Ampere und 4300 mAh. Mich hat es einfach mal interessiert, weil wie gesagt, ich kannte die nicht. Aber man, du hast gesagt, die im Netz sieht man die recht häufig, ne? Ja, wenn man so auf Instagram mal ein bisschen rumguckt, also da gibt es schon den ein oder anderen Franzosen und Engländer, bei denen die Marke schon sehr gut vertreten ist, ne? Ja, oder ob die halt eben nur Werbung machen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Auf jeden Fall sieht man die schon ein bisschen besser. Hm? Ja. Also wirklich eine, ja, ein Fazit kann ich darüber nicht geben. Also ich dampfe sie jetzt seit heute Abend, frühen Abend, keine Ahnung, also ich dampfe den jetzt auf 91 Watt, 0,31 Ohm und da sind jetzt, also ich habe da jetzt noch zwei Striche habe ich jetzt noch drauf. Knapp 5 Stunden. Knapp 5 Stunden, also ist natürlich schon recht hoch, natürlich von der Leistung her, ja, also hält. Aber wie gesagt, das ist auch schwierig zu sagen. Ist auch schwierig zu sagen. Also, ob sie jetzt wirklich die Leistung auch haben und ob es wie der Verschleiß ist. Und ich weiß es nicht, aber wie gesagt, ich wollte es euch einfach auch mal zeigen. Auch die Langlebigkeit, ne? Die Lebenserwartung, das ist jetzt, kann man nicht beurteilen, weil dazu müsste man die Dinger wirklich vielleicht ein, zwei Jahre durchdampfen, um da dann wirklich festzustellen, alles klar, hier ist der Cut, sie bringen es nicht mehr. Ja. Aber wie gesagt, mich hat es einfach interessiert.
Und guck mal, was der Test sonst noch so von sich gibt. Ja. Ein bisschen lang geworden heute, aber ja, wir hatten noch eine Menge zu zeigen. Wollen wir ein bisschen länger. Ja, wir wollten euch das natürlich auch alles nicht vorenthalten. Jetzt haben wir es gleich 1 Uhr. Ja, knapp eine Stunde gedreht. Mhm. Gucken mal, wie viel Material wir davon gebrauchen können. Ja, war auf jeden Fall noch eine schöne Abendbeschäftigung. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, auf jeden Fall immer schön einen Daumen nach oben geben. Kommentiert immer gerne unsere Videos. Wir antworten auch so schnell wir da können. In der Regel versuchen wir auch wirklich immer irgendwie zu reagieren. Ja. Manchmal geht leider auch was unter, aber meistens, ich glaube zu 95% reagieren wir ja schon. Denke ich auch. Also nimmt es uns nicht übel, wenn wirklich mal was untergehen sollte. Einfach nochmal anschreiben, dann reagieren wir. Lesen tun wir auf jeden Fall alles. Ja. Lesen tun wir auf jeden Fall alles. Gut. Ja. Dann habt noch ein, ja, weiß ich nicht, ob ihr schlaft oder ob ihr das Video erst morgen guckt oder die nächsten Tage. Urlaub, Arbeitstag, was auch immer. Genau. Habt einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao.